Spiele-Podcast. www.spiele-podcast.de. In Zusammenarbeit mit dem Magazin Gelegenheitsspieler. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spiele-Podcast im Internet zu finden auf spiele-podcast.de in Gemeinschaftsproduktion mit dem Magazin Gelegenheitsspieler. Und hier rund um den Spieletisch stehen und sitzen wieder der Henry. Der Christian. Ich sitze, Michaela. Und das Blümchen. Es sitzen eigentlich alle, muss man ja zugeben. Und das ist natürlich auch zu Recht, weil wir waren ganz schön tief unten in der Erde und haben versucht, Artefakte zu finden. Und das Ganze nur im Rahmen des Spieles Pergamon, erschien im Eggert-Spiele-Verlag. Eggert. Wir sind Norddeutsche, da muss er durch. Und da haben wir jetzt ordentlich was rausgeholt, oder? Aus dem Boden? Ja, wir waren die Buddler, ne? Wie bei Atlantis haben wir mal der ganz Buddler. Schön tief gegraben. Ja. Der Buddler. Also wenn man hier mal so ein paar was sehen will. Also wir haben hier wieder eine Videoausgabe, die man sehen kann, wenn man mal auf den Link klickt, beziehungsweise YouTube nach uns sucht. Und da sieht man dann jetzt zum Beispiel so Ausstellungen, die wir gemacht haben. Ich zeig mal so meine Siegerausstellung. Wer hat nämlich gewonnen gerade eben? Aber wer hat das älteste Artefakt hier? 590 vor Christus habe ich gefunden. Ja, hier. Ja. Also hier, was andere zahlen viel Eintritt dafür, was die jetzt hier gerade auf dem Video sehen. Kostenlos. Für die Ausstellung hier, ne, die wir hier gerade präsentieren. Tja, kann man mal sehen, ne? Ja, so ist das, ne? Da bist du platt, ja. Gut, also natürlich ist es ein Brettspiel. Wir haben in der Mitte erstmal, um ein bisschen zu beschreiben, für die, die das Video nicht sehen, was haben wir denn da? Nämlich ein Spielertableau. Richtig. Ein dreiteiliges Rollenbrett. Ja, eigentlich sogar vierteilig. Genau. Ein dreiteiliges mit einen vierten Teil. Und ein viertes hier, genau. Was sehen wir denn da? Ja, was haben wir denn hier? Wir haben einmal die Abteilung, wo wir halt graben können. Das heißt, wir haben die Stollen. Stollen 1 bis 5 gibt es da. Und da werden halt pro Runde immer jeweils 5 Ausstellungs- oder 5 Fundstücke ausgelegt. Diese Karten sind immer zweigeteilt. Das heißt, auf der einen Zahl ist die Jahreszahl vor Christi und auf der anderen ist dann auch die Jahreszahl vor Christi. Ja, es gibt einmal die 100er-Zahl. Also wenn eine 5 auf dem Kärtchen erscheint, dann ist das 500. Und dann gibt es noch eine zweistellige Zahl. Das ist dann eben das, was dann zusätzlich zu den 500 dazukommt. Wenn eine 36 da steht, ist es 536 vor Christi. Genau. Weil die einzelnen Plättchen immer zwei Seiten haben, und zwar mit unterschiedlichen Teilen des Artefakts. Das heißt, es kann sein, dass die linke Seite von einer Maske als Beispiel drauf ist, oder die rechte Seite, oder die linke Seite von einem Armreif oder von einer Kanne oder ähnlichem. Und mit diesen unterschiedlichen Teilen muss man versuchen, ganze Stücke zu bauen bzw. zusammenzusammeln. Das heißt, so ein bisschen Puzzeln ist es auch. Erstens müssen die Teile überhaupt zusammenpassen und dann muss ich auch noch darauf achten, schön eine hohe Zahl zu erreichen, weil je höher die Zahl, umso mehr Punkte, zumindest was die Jahrhunderte angeht vor Christi, die wir haben. Weil wir haben, da kommen wir dann jetzt schon mal zum zweiten Bereich, ein Jahreskalender. Wir spielen sozusagen 12 Runden, 12 Monate, wenn ich es richtig sehe. Wir starten im Januar und Ende im Dezember. Richtig. Und überall dort, wo jetzt hier so gelbe, umrandete Felder sind, da passieren dann ganz besondere Dinge. Da gibt es nämlich eine Ausstellung. Also man kann auch sagen, in den Runden 5, 7, 9 und 12, wenn man nicht jetzt gerade die gelben, umrandeten Felder hier sieht, also Ausstellungen können wir ja auch schon vorher machen. Wir können in der Ausstellung vorher schon zusammen, aber da wird die Ausstellung praktisch gewertet. Da wird sie in der Öffentlichkeit wahrscheinlich vorgeführt. Richtig, genau. Es ist ja im Prinzip so, dass wir in jedem Monat 5 von diesen Plättchen aufdecken. Die werden, wie gesagt, erstmal in die Stollen gelegt. Und dann wird geguckt, wer möchte jetzt welche Forschungsgelder abgreifen. Das ist nämlich das Nächste. Wir müssen ja irgendwie auch diese Stollenplättchen kriegen. Das Richtig. Ist ja die Problematik daran. Richtig. Und da brauchen wir Geld. Und das Richtig. Ist wie im richtigen Leben, wie sowieso dieses gesamte Spiel eigentlich so ein bisschen am richtigen Leben eines Forschers, glaube ich, entlang hangelt sich, nämlich wir brauchen Forschungsgelder. Und das Problem ist eben, diese Sponsoren wissen oftmals gar nicht, oder ich weiß ja gar nicht, was kriege ich denn von denen. Richtig, das heißt, genau. Es ist immer ein gewisses Risiko. Ich decke immer zwei Karten auf und ich weiß zum Beispiel, je nachdem wie die Kombination sind, wie viel es Minimum sind an Geld und wie viel Maximum. Und was dazwischen ist, ja, das sehe ich erst, wenn ich dann nachher umdrehe die Karten. Bis dahin müssen wir aber schon ein bisschen darauf gewettet haben, wie viel Geld ich denn davon abhaben möchte. Genau. Das ist nämlich diese oberste Leiste.
je mehr Geld ich haben will, umso größer natürlich die Gefahr, dass ich am Ende weniger oder gar nichts bekomme, weil die vorher mir alle schon abgegriffen haben. Und außerdem, je nachdem, wie weiter ich rechts und damit risikoreicher nichts mehr abzubekommen, ich mich platziere, da kann es dann auch noch, je nachdem, wie man, ich sitze ja auf dem Kopf, also genau. Für mich ist rechts, kann es eben auch noch sein, dass ich nicht in allen Ebenen buddeln kann, weil ich muss dann schon ein bisschen mehr noch investieren, um auch ganz unten zum Beispiel zu buddeln. Also das ist erstmal der erste Schritt, überhaupt Geld zu bekommen, um dann überhaupt zu buddeln, weil in jeder Ebene, die unterste kostet 5, 4, 3, 2, 1, kostet mich das dann, die Plättchen dort abzuräumen. Also im Prinzip, um jetzt einfach mal einen einfachen Rundenverlauf zu beschreiben. Vielleicht ganz kurz dazwischen. Ja. Natürlich. Wenn man, da muss man auch sehen, dass der fünfte Stollen ist am teuersten. Und zwar liegt das daran, dass beim Auslegen der Plättchen die ältesten Artefakte nach unten gepackt werden. Ja, da sind die wertvollsten. Also sprich, die wertvollsten sind am weitesten unten, deshalb am teuersten rauszuholen. Wie im echten Kommt Leben. Ja drauf an, ich sag mal, je nachdem, die Plättchen, die werden ja alle gemischt. Wenn wir jetzt per Zufall in einem Steck hier 5 Fünfer drin hätten, hätten wir auch im ersten vielleicht mal ein wertvolles drin. Ja, aber von den 5 wäre trotzdem der teuerste unten. Der teuerste wäre unten, aber ob das dann der älteste wäre, wäre die Frage. Vielleicht ist auf der einen Seite ja die 5 und auf der anderen Seite 17. Gut, da sind jetzt schon die Pergamon-Fachleute, die sich jetzt hier streiten. Ich glaube, unsere Hörer haben es begriffen, worum es geht. Je tiefer, umso wertvoller. Und dann gibt es ein paar Sonderfälle. Okay. Gut, also wir, das wolltest du ja gerade sagen, erstmal Geld beschaffen. Zweitens kaufen wir jetzt hier ein Buddeln. Nee, je nachdem. Wir haben ja noch einen wichtigen Mechanismus vergessen. Oh Gott. Erstmal legen wir die beiden Kärtchen aus. Und dann, wie du schon sagtest, mit den Einsätzen, weil das ist ja auch nicht ganz unwichtig, weil je nach der Reihenfolge, da muss man ja auch ein bisschen taktieren, wie ich mich jetzt dahin stelle. Danach wird ja auch entschieden, wie wird gebuddelt. Ja. Weil das ist auch nicht ganz unwichtig. Genau, also je nachdem geht es nämlich, du kannst auch mal einfach mal verzichten. Es gibt auch ein Feld für, ich will mal gar nichts haben vom Geld, aber dafür bin ich auf jeden Fall der Erste, der buddelt. Genau. Also das ist eben dann auch noch das, was von der Reihenfolge wichtig ist. Mhm. Also, erstmal tippen, wetten, dann Geld einsacken, dann Geld ausgeben für, wir wollen jetzt hier was abräumen. Man hat entweder nur ein Feld, was man vielleicht hat, kann aber auch mal eine ganze Reihe haben. Genau. Und dann gucken wir mal, machen wir jetzt aus diesem, was wir da an Einzelteilen haben, jetzt eine Ausstellung. Passt das irgendwie zusammen und sind dann da möglichst so hohe Zahlen, dass ich daraus dann eine Ausstellung baue, die ich dann wiederum im Ausstellungsbereich je nach Wertvollheit, nach Punktezusammenstellung höher, besser oder schlechter in dem Ausstellungsraum platzieren kann. Was bedeutet, dass ich dann nachher jeweils bei den Ausstellungsteilen selber mehr Punkte bekomme oder nicht? Genau. Ich kriege zwar immer auf jeden Fall ein, also ganz leer geht man nie aus, das ist schon mal ganz beruhigend, aber nachher kommt dann eben noch ein bisschen was dazu. Da wird es natürlich nochmal spannend und da kommt wieder das finde ich an dem ganzen Spiel eigentlich sehr witzig, wie viel man sich an Ideen eingesammelt hat aus diesen Realitäten. Erstens, wenn jemand ins Ausstellungsbereich kommt, der eine schönere Ausstellung hat als ich, wird meine gleich mal einfach um eine Station runtergesetzt. Ich werde schon mal weniger wertvoll sein. Und was auch noch kommt, ist, wenn wir eine Ausstellung mal präsentiert haben, wird sie einfach mal beim nächsten Mal auch uninteressanter, weil die Leute haben es ja schon gesehen. Genau. Und je nachdem, wie das Jahr so voranschreitet, wird sie immer und immer uninteressanter und fällt gegebenenfalls ganz raus. Richtig. Also wie im Leben, wie im Pergamon-Museum in Berlin wahrscheinlich. Keine Ahnung, vielleicht nicht ganz so pauschal. Ja, du guckst schon mal nach in der Anleitung, Christian? Das ist das antike Pergamon in der Türkei. Das hat mit Berlin nichts zu tun. Naja, aber da gibt es auch ein Pergamon-Museum. Ich denke mal, da haben sich auch ein bisschen Museen, gibt es überall auf der Welt. Ja, und dann geht es gleich in die nächste Runde. Und dann gibt es noch ein paar Sonderpunkte. Wenn wir nämlich an bestimmten Stellen das älteste Artefakt von einer bestimmten Sorte haben, kriegen wir das. Und am Ende gibt es auch nochmal Sonderpunkte, wenn ich die, je nachdem, wer das Allerälteste dann in seiner Ausstellung hat, das Zweitälteste oder das Drittälteste. Und es können dann eben auch noch Ausstellungen rausfliegen, durch diese ständige Runtersetzen. Man kann, muss dann wieder neu aufbauen. Und so spielt sich das dann so locker runter. Richtig, genau. Und Startspieler der nächsten Runde wird halt immer der, der am weitesten hinten stand, in der, ich sag mal, Bietungsleiste von wegen Stollen und Geld. Ja. Und dann wird gezählt am Ende und dann gewinnt der Henry. Richtig. Ja. Nein. So einfach ist Tennis. Was ist denn beim Zweierspiel anders? Beim Zweierspiel ist es so, dass noch ein Grabräuber mit dazu kommt. Und zwar gibt es da 3 Felder auf dieser, ich sag mal, Bietungsleiste oben. Und je nachdem, welche Karten aufgedeckt werden, also die Geldkarten stellen ja entweder Schatztruhen oder Geldsäcke dar. Und je nachdem, welche Kombi davon aufgedeckt wird, auf das bestimmte Feld wird dieser Grabräuber gestellt. Und greift dann, je nachdem, wo die anderen beiden Spieler sich platzieren, dann entsprechend Geld ab und würde dann, auch wenn er könnte, in einem Stollen graben. Na, das ist ja witzig. Der Dirk sozusagen. Genau, oder hier ist es eben der Stefan, glaube ich. Ne? Oder also Ralf zu Linde.
weil es sind ja zwei Autoren. Ah, sieh an. Aber Stefan Dorrer, der das ganze Spiel entwickelt hat, den kennt man ja auch. Zum Beispiel El Paso hat er gemacht, was wir ja auch schon mal besprochen haben. War auch ein klasse Spiel, schönes Würfelspiel. Mhm. Und eine ganze andere Reihe andere, Intrige zum Beispiel, Amazonas. Einige da, die kennt man dann auch. Also wenn man mal guckt, bei looding.org eine lange Liste an Spielen, die er schon entwickelt hat. Jo, und jetzt eben bei Eckart Spiele auch das Pergamon. Gut, ich glaube, dann haben wir die Regeln grundsätzlich durch. Man kann es für 2 bis 4 Spielern gebrauchen. Mhm. Spielzeit ist angegeben mit ungefähr 45 Minuten. Jetzt haben wir gerade eben ein bisschen länger, glaube ich, gebraucht. Also wir haben jetzt 1,5 Stunden gespielt, ja, zu viert. Zu zweit sitzen wir immer so eine Stunde ungefähr dran. Ja, ja. Eine Stunde spielen wir ungefähr zu zweit. Da kommen wir dann gleich mal zur Frage, wie gefällt's? Und da würde ich heute das Blümchen mal anfangen lassen, wenn sie möchte. Dann kann sie sich nicht beschweren, wir hätten ja schon alle was gesagt. Ich feile gerade noch an meiner perfekten Ausstellung, weil ich habe gerade noch einen Fehler gemacht, ganz am Ende. Und dann hättest du nicht so viele Punkte gekriegt. Oh. Aber das Spiel spielt ja vom Spielen her und deswegen kann man da auch nicht Ewigkeiten überlegen. Natürlich. Deswegen habe ich, während ihr referiert habt, einfach nochmal die perfektere Ausstellung mit mehr Punkten. Und sie ist noch nicht ganz perfekt, ich feile noch dran, aber da merkt man schon, es ist definitiv ein Spiel, das Lust macht, das schnell spielbar ist. Man kann auch, es gibt keine Wartezeiten, das finde ich sehr, sehr positiv bei diesem Spiel. Ihr habt ja auch schon sehr positiv davon erzählt, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass es zu zweit gut spielbar ist. Ist auch ein großer Vorteil. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt gespielt haben. 1,5 Stunden haben wir jetzt gespielt. Mit der Erklärungszeit. Eigentlich ist angegeben auf der Packung 45 Minuten, aber ich denke, mit einer Stunde kommt man wahrscheinlich ganz gut aus. Genau. Das ist eigentlich, ja, wie gesagt, ist viele. Also Glück, das ist, glaube ich, gerade eben mehr. Sie hatte 3 Minuten mal abgeschaltet, genau, kann man sagen. Einmal kurz. Ja. Ich wollte die wichtigsten Punkte auch wiederholen. Natürlich, für die auch einfach mal 3 Minuten kurz rausgegangen sind, anhören. Oder vielleicht beim Autofahren mal abbiegen mussten oder was, haben wir es jetzt nochmal wiederholt. Ja, Service extra für unsere Zuhörer. Oha, und draußen, das kommt da jetzt. Draußen geht ein Gewitter los. Das ist doch so cool. Bevor ich jetzt noch weiter verhasst mit 4,5. Wie? Das ist ihre Note. Achso, also ein zwischen ordentlich und empfehlenswert nach unserer Zielart. Also, mir fehlt etwas noch zum. Ich weiß, ich kann es noch nicht ganz in Worte fassen. Ich habe es leider nur einmal spielen können. Ihr habt es ja wesentlich häufiger gespielt. Vielleicht, wie gesagt, das zweite Spiel wäre nochmal sehr hilfreich, ob es eher 4 Punkte oder eher 5 Punkte sind. Aber ich habe Lust, es nochmal zu spielen, was ja schon mal sehr positiv ist. Dem schließe ich mich durchaus an. Ich finde gerade diese Kombination aus ein bisschen Puzzeln, ein bisschen Gucken, ein bisschen was zusammenlegen und dann doch relativ frisch, fromm, fröhlich, frei so runtergespielt, mit auch durchaus nett eingefangen die Atmosphäre von dieser Art. Also die Mechanismen ergeben einen Sinn, auch mit dem Thema zusammen. Das finde ich auch durchaus empfehlenswert. So gesehen bleibe ich beim empfehlenswert. Ich finde es gut. Ich finde es wirklich gut. Richtig gut. Und sage empfehlenswert. Vielleicht dahergehend nicht ein sehr empfehlenswert, weil ich finde jetzt ganz auf, dass man jetzt Wartezeiten verzichten könnte, ist es nicht. Ein bisschen hat man doch, wenn der eine dann länger etwas überlegt, wie er seine Ausstellung bastelt. Das ist zwar erträglich, aber ein bisschen Wartezeit kann da durchaus mal entstehen. Aber ich bleibe bei empfehlenswert. Schönes Spiel. Ja, empfehlenswert kriegt das Spiel von mir auch. Macht jedes Mal wieder Spaß, egal in welcher Kombi, ob mit 2 Personen oder mit 4 Personen. Schön finde ich vor allen Dingen auch diese Ausgewogenheit, gerade was das Beat-System betrifft, dass man eben wirklich ein bisschen zocken kann, damit Glück haben kann, damit aber auch Pech haben kann, was teilweise das Spiel ein bisschen kippen lassen kann, wenn man Glück hat. Und deshalb gibt es von mir ein ganz klares Empfehlenswert. Hervorheben möchte ich auch nochmal die Grafiken, finde ich nämlich auch sehr schön. Zum Beispiel gibt es als Siegpunkte, die man sammeln kann, Eintrittskarten, die auf der einen Seite komplett gleich aussehen, also so Abrisskarten schlussendlich, auf der anderen Seite aber Personen oder Personengruppen darstellen und jede von diesen Karten ist unterschiedlich gestaltet. Das heißt also, wenn man 5 Siegpunkte bekommt, dann ist jede von den 5 Siegpunktkarten unterschiedlich illustriert auf der einen Seite. Stimmt. Und das finde ich ziemlich genial. Was ich auch sehr schön finde, auch als Illustration, die Einzelteile von den Fundstücken sind auch alle unterschiedlich gebrochen. Das heißt, die Scherben sind nicht alle gleichartig, sondern auch teilweise unterschiedlich. Nicht alle, aber ein Teil jedenfalls. Was ich auch als Einzelheit ziemlich genial finde und sowas. Hilke ist wieder aufgewacht. Ja, genau. Auch Hilke hat das jetzt gesehen. Wie war denn die Spielzeit vorbei? Und deshalb finde ich, nach einer Spielzeit von ungefähr 60 Minuten kann man dem Spiel wirklich ein klares Empfehlenswert geben. Ja. Michael, hatte Michael noch was gesagt? Nein. Also ich freue mich. Wie lange hat das Spiel eigentlich gedauert? Dass er das Spiel so gut findet, weil ich habe ihm das ja zum Geburtstag geschenkt. Von daher bin ich da ja schon mal sehr froh drüber, dass ihm das dann auch gefällt. Also für mich, von mir bekommt das Spiel auch einen Empfehlenswert. Es hat eine kurze Einarbeitungszeit. Es ist auf jeden Fall gelegenheitsspielertauglich. Es ist auch familientauglich.
Es ist sehr vielseitig, finde ich, und es ist durchaus ein gutes taktisches Spiel. Dieses Puzzeln, man merkt hinterher doch, wie Blümchen puzzelt jetzt ja hier schon seit einer halben Stunde. Man kriegt dann auch immer wieder doch noch andere Kombinationen heraus. So lange sollte man das natürlich nicht beim Spiel an sich in die Länge ziehen, weil dann sitzt man wirklich stundenlang dran. Also das muss dann wirklich schon schnell vonstatten gehen, aber ansonsten sind das alles sehr schöne Spielmechanismen. Und das Spiel bekommt von mir auf jeden Fall ein empfehlenswertes. Es macht auf, sowohl in der 2er als auch in der 4er Kombination gleich viel Spaß. Jetzt in der 4er Kombination war es schon ein bisschen anders als in der 2er Kombination zu spielen. Macht aber wie gesagt in beiden Kombinationen sehr viel Spaß. Also von daher von mir auf jeden Fall auch ein empfehlenswert. Sehr schön, dann können wir noch sagen, was es kostet. Ich hatte gerade mal geguckt, um die 17 Euro ist so im normalen Einkauf. Und das finde ich ist okay. Spiel, für das mit der taktischen Tiefe fand ich das schon sehr günstig. Auch mit der Ausstellung. Man kriegt ja, da eine Menge Material. Genau, ja. Ist ja zwar Pappe, ja, gut, aber ein bisschen Holz hier, die vier Figuren. Ja, aber die Idee, die dahinter steckt und auch die Umsetzung, finde ich für 17 Euro, das ist schon ganz schön günstig. Ja. Ja. Also das wäre für mich sogar so ein Spiel, wo ich jetzt schon mal sagen würde, was mich auf die Nominierungsliste für das Spiel 2012 gewinnen würde. Na. Das wollen wir mal sehen, was daraus wird. Ob das ist so neu denn wirklich? Für Prognosen. Ja, also das auf der einen Seite. Ja, lass mal gucken, was dann daraus wird. Ich habe ja auch schon Asara prognostiziert. Ja, zumindest wurde zwar nicht Spiel des Jahres, aber war immer auf der Verabredungsliste. Genau. Und sogar auf der Nominierungsliste. Richtig. Sehr schön, dann sind wir, glaube ich, durch. Draußen wütet ein Gewitter mit Regen. Wie alt ist dein Ring? Mein Ring? 570. 587. Ja, also ich war aber auch nur Drittältester, ne? Also bin ich mal betont. Nee, aber du hast ja die 2 Punkte für den Ring bekommen noch. Stimmt. Ah ja. Die hätte ich dir jetzt abgenommen. Ja, gut, das werden wir noch ein bisschen hier ausfechten. Sie merken, das Spiel motiviert einen zur Diskussion. Und wir waren... Zum Weiterpuzzeln vor allen Dingen. Ja, sowas von. Zum Weiterspielen. Genau. Zum Weiterspielen. Und Sie motiviert es hoffentlich auch die nächste Folge vom Spiele-Podcast zu hören. Oder auch, wenn Sie im Verlag sind, und Rezensionsexemplare zu schicken, uns auf die Messe einzuladen zu Ihrem Stand. Wir kommen gerne. Oder was auch immer Sie an netten Dingen uns zukommen lassen wollen, melden Sie sich einfach an redaktion@gelegenheitsspieler.de beziehungsweise auch immer sehr willkommen. Also melden Sie sich, dann sagen auf Wiedersehen und auf Wiederhören für heute der Henry, der Christian, die Michaela und das nicht aufgepasste Blümchen. Wir müssen jetzt gleich zum Auto, so ja, scheiße. Gut, dass wir alle kein Cabrio fahren. Ich habe keinen Regenschirm. Entschuldige. Ja, wenn Sie einen Regenschirm haben, schicken Sie uns. Ja, genau. Auch dafür. Vielen Dank. Und tschüss. Und tschüss. Achso, hier, genau. Freundschaft. Für die Videozuschauer. Tschüss. Ja.